Das ist toll, aber die Hose ist mir ein bisschen zu eng. Ich habe eine Idee. Viel besser. Ich habe was mit Cover zu tun, passt schon. Ja, wollen wir dann? Ja, hat jemand die Taucheranzüge gecraftet oder? Immer nur für sich alleine. Achso, ich habe welche in den Moser. Oder ich wollen wir denn? Also, wie viele brauchen wir? Dann brauchen wir safe mehrere? Oder reicht einer von der Durability? Ich bring noch welche mit. Einer reicht eigentlich. Ich habe noch Turret Money, ich pack die mal noch in den Moser hin. Fällt mir gerade auf. Wenn euch alle angreifen unter Wasser, die machen euch. Nicht den Schaden auf den Basilus, also ihr werdet nicht runtergeschockt, keine Angst. Also wenn er jetzt eh gerade noch hier drin rumliegt, kommt halt gerade noch ein bisschen XP. Also, kann man den Drachen passiert? Wirklich sehen, stimmt. Wenn man hier runter guckt, sieht man den Drachen. Wo runter? Aber kämpfen die gerade echt gegen den Drachen, weil der hat halt noch... Lol. Wer kämpft denn gegen den Drachen? Der hat halt Schaden, ne? Aber halt nicht viel Schaden, also nicht C4 Schaden. Ja, wo denn? Ja, hier, wenn man hier so nach unter unten... Unter die Map guckt, ich hab ihn doch schon mal gesehen. Einfach so nach unten, also nicht irgendwie mit K oder so, einfach nach unten ein bisschen die Kamera drehen. So, also dass man halt unter Wasser guckt. Ja, also ich sehe da nichts. Der hat halt, bei mir hat er gerade jetzt ein Drittel Leben. Wenn man unter Wasser guckt, einfach gegen das Tor guckt. Drache Level 100 ist also der leichte. Ja, wo siehst du den denn? Ja, unter meinem Basilo halt, ein Stück rechts unter meinem Basilo. Hatte ich doch letztens auch, hab ich so da oben gesehen. Das sieht vielleicht nicht jeder. Das muss vielleicht in einer, kommt wirklich in einer... In einer bestimmten Perspektive halt. Ich seh's auch, der ist halb tot. Ja. So schnell halb. Nee, halb ist er noch nicht tot, würde ich sagen. Egal, wir gehen jetzt los. Drei Viertel Leben. Ist aber mal interessant, das heißt, die Drachenarena scheint bei irgendwo unter uns.
Kerl da ist irgendwo auf der Map eine Höhle sozusagen. Ja, aber guck schon, ich Perspektive, das wird Pearson. Nein, ganz normal. Person, ich bin auch, ich bin ja eben einfach nur lang geschwommen und hab's gesehen. Ja, jetzt ist es wieder. Scheiß, mit dem scheiß Fury need first person gehen. So, können wir uns jetzt in Bewegung setzen? Ich bin. Der letzte macht die Tür zu. Ja. Ach ja, tu es nicht mit den Dinos abbauen. Sonst kriegen wir keine Tentakel. Ja, das ist halt leichter gesagt als getan, ne? Ja, müssen wir ein bisschen kontrollierter machen. Wir müssen also alle sicher töten und dann nachher ist die Tür. Mit der Pico oder was? Nee, dann gehst du ins Inventar rein und nimmst die raus. Aber liegt der nicht einfach der Beutel rum, wenn er. Nee, ich hab's nicht. Wenn wir Glück haben, ja, wenn wir Pech haben, nicht. Ich schwimm mal raus. Der Mörser ist raus, Leute. Ja, schwimm mal höher. Schwimm doch mal weiter da vorne. Ja, Shinichi steht vor mir. Ich möchte das Tor zumachen. Hey, der letzte macht zu, wie gesagt. Ich wollte es halt zumachen, wenn die anderen Fische rausschwimmen. So. Da ist der Lebensbein. Also reicht mir jetzt ein Scuba-Tank von Dingens her. Ja, sieht jetzt noch jemand? Ja, ich sehe den Drachen. Und wie viel? Unterhalb sind sie schon. Trügt vielleicht auch noch ein bisschen über die Entfernung so, aber. Also ich denke mal so ein bisschen unterhalb, ja. Ja, gut. Hey, aber wenn die dem so schnell Damage machen, dann kriegen die den auch down. Die Frage ist halt, wie lange lüften das schon? Wie viele Waffen die noch haben und diese Viecher noch leben und so. Ne? Also 25 Minuten hast du ja, glaube ich. Also das ist nicht das Problem. Ach, der aber geht so lange? Ich glaube schon, ja. Also der mittlere und der schwere ist mindestens 25. Was machst du denn mit dem Basilio auf einmal draußen? Hä? Wer denn? Was denn? Ich bring gerade den Türkeller. Ihr seid noch nicht losgeschwommen, oder? Wir stehen hier vorne und warten. Drei sind, also Moser und zwei und ich drei Basilos sind los. Ich bin gerade hochgegangen, Türkeller einparken und ich halt Ja, nee, also wir drehen hier vorne. Ja, ich hab den Drop gelootet. Der ist fast tot. Nein, aber mir hat er gerade mal viel Leben gehabt. Komisch. Also, bei mir hat er noch ungefähr. Bei mir hat er noch mehr als ein Drittel. Ja, wir sehen. Ja, die Sache ist halt, wann ihm die Muni und die Viecher ausgehen, dann. Ja. Man hat halt erst gewonnen, wenn man gewonnen hat. Ist das schon für eine Renderdistanz eingestellt? Ich? Ja. Epic. Jetzt sehe ich aber auch gerade nicht mehr. Also, ich sehe ihn jetzt hier wieder. Jetzt da, wo ich bin. Da ist ja, aber wo seid ihr denn hin? Ihr seid ihr wartet. Na, nach rechts sind wir ein Stück geschwommen. Du kommst doch da. Nicht. Kämpfst du gerade gegen Manta, oder nicht? Nee, war Kick. Noch ein Stück. Hör, und dir zeigt es einfach jetzt gerade an, oder was? Hier sehe ich ihn jetzt gerade, ja. Wo ich bin. Nee, leider nicht. Nee, ja. Jetzt, wenn ich jetzt hier nach. Ein bisschen die Kamera nach. Wenn ich da, also von meinem Basilo nach links gucke, in der Felswand da drin. Das wird immer wieder angezeigt, wenn man schwimmt. Da sehe ich ihn. Ja, halt, wenn einer dazwischen schwimmt, dann nicht mehr. Jetzt also, wenn ich hier wo schwimmt, sehe ich ihn, glaube ich, wieder. Die haben hast du uns jetzt gefunden, Chris? Ja, ungefähr ein Drittel Leben haben. Los, jetzt weiter. Ja, jetzt kommen wir auch weiter. Ich frage mich halt gerade, wie die das machen. Also, ich meine, das ist gar nicht so schlecht, so, den so hart zu damagen mit normalen Waffen wahrscheinlich. Vielleicht haben die mehrere Dinos, diese, wo nicht so viel C4 dran ist und schicken die halt immer drauf. Ah, glaube ich nicht. Kann sein, dass 20 Dinos mitnehmen. Oder die haben halt einfach so viele Rexe. Oder Raketenwerfer. Also. Vielleicht haben die halt einfach einen Blueprint für einen Scantent Raketenwerfer und die sind nicht Material. Geht nicht mehr. Hero, du bist ja Hero und Zero sind Experten. Eigentlich vorschwimmen, wo die Höhle genau ist und so halt. Ja, jetzt haben wir die nicht da richtig einfach zu finden. Wenn die ja gut, in welcher Höhle halt und so. Bei uns sind Ammoniten. Sehen alle noch? Der Ölfelsen hier habe ich einen Schaden. Ja, also ich krieg durch irgendwas Damage, aber ich hab keinen Plan. Ja, durch Tiefe, ne? Wie sehr zu tief denn? Wir sollten halt mal ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Also zumindest die Basilos, der Moses ist ja verteidigungsfähig. Oder sehr verteidigungsfähig. Ja, den fehlen 10.000 Leben, weil ich den Der ist halt auch vor allem mega schnell und so und easy weg. Perfekt, wollen wir die hier gerade mal totbeißen, diese Sparrows? Haben die nicht geschafft? Nein, so. Ja, wer denn überhaupt? Oh, nee. Ja, nice, dann haben wir jetzt jemanden den Ja, wir brauchen den Affen noch, los! Ich bin bei der Höhle. Blöd, dass du vorausgerast bist. Ja, aber warum denn plötzlich den leichten Drachen? Weil das schon mal geht. Dann haben sie aber den Tech-Generator nicht.
Ja. Ja, das zeigt aber, wie sie es nicht gemacht haben, offensichtlich. Das kann, also wir haben wir ja gesehen, dass es nicht. Kommt immer. Ja, ja. Okay. Ja, wir müssen halt. Ja. Also ich habe eben war über mir gesehen. Egal. Jetzt sind wir ja, schon die quer auf der Karte. Ich gehe gerade einmal hoch, ich habe noch ein bisschen was geskillt. Wie könnt ihr jetzt so weit vorne sein? Ich verstehe es nicht, ich habe eben noch welche gesehen. Ja, ihr seid doch gar nicht bei der Höhle angekommen, oder? Nee. Ich bin drin. Wo ist sie denn? Ich bin jetzt wieder raus. Ich stelle mich einfach mal oben hin. Dann würde mich sehen. Alter, die Scheiße ist halt, dass. Ja. Wenn ja. jetzt die Battles-Waffen aktiviert werden, dass wir ja. dann unter halt auch unter Umständen auf den Sack kriegen, ne? Die Höhle deswegen ist ein Stargate-Verlegen. Ja, wo zum Geier nochmal sind eigentlich gerade alle hin? Oder gib noch einfach mal kurz. Ich bin bei 46. Ja. 46, 90 ist die Höhle. Noch lange, wir müssen noch ewig weit. Okay, na so gut. Ich weiß nicht, wie wir schon da sein können. Ich check's nicht. Ich schwimme jetzt einfach hin. Ja, 46, 90, alle hinschwimmen und vor der Höhle warten. Alter, ey. Gut. Unter Umständen werden sie ja geradet. Noch ein Moser, lol. Ignorieren. Wieso ist der so weit oben? Wahrscheinlich ist er sind die das Höhlenmoser, sind die Höhlenmosers. Toll. Okay. Die Aale können eigentlich schon. Ja, wie seid ihr bei der Höhle gewesen mit dem Moser? Also das ist Lust, die machen gar nicht mehr so viel Schaden, weil ich bin gerade abgestiegen, mit dem Spyglass was zu schauen und der hat mich direkt angehittet. Alles klar. Alles klar. Kann man mal machen. Ja, bleib doch mal drauf, ja. Wo ist denn jetzt die Höhle? Du warst doch gerade noch da. Ja, direkt, du weißt, wo das Stargate ist. Direkt da runter. Schwimmen zwei Mosers. Ja, hin. Die sind hinter mir. Die fast an der Wasseroberfläche? Ja, das sind die Verbackten von vorhin, Rappix. Ja, ist ja gut, ich frag nur. Ja, in Dino ist ja gar kein Problem, die Höhle zu finden, aber mit dem scheiß Lampfi. Hätten sie Movement leveln sollen. Also ich pull die Beden gerade weg. Ich sehe da vorne, glaube ich, auch einen von unseren Dingern zu schwimmen. Was ist hier los? Ja, Ghost, ich bin hinter dir. Okay. Ja, und ich bin wieder hinter irgendwem anderen. Wir haben uns halt so heftig getrennt. Der Kick, schon mal runter. Bin jetzt gleich und, da, zeig, ich bin beim, mich beim... mal hin. So. Ich weiß nicht, ich war noch nie da. 46, 90. Guckt oben, ja, wie der Stargate. Vorsicht, du kannst absteigen und einfach auf die Map gucken, Christian. Nee, bei mir ist der Map verschwommen. Hä? 23? Ich dachte, die gehen nur bis 22. Bro, what the fuck? Was geht nur bis 22? Das... Ja, okay. Okay, sie weiß es gar nicht, nice. Dann geht's wirklich nur. Ja, Mann, die Viecher killen mich jetzt gleich hier. Dein Vieh. Ja. Wie der Ditte? Nein, mein, so still ist auch nicht, aber... Ach, komm, ich soll ich dir helfen? Schwimm hoch, guck, wo das Stargate ist. Wenn du da hochkommst, du deiner Wasseroberfläche. Warte da hoch. Bist du oben an der Wasseroberfläche, ne? Hilf dir beschäftige hier die Mosas mit Absicht. Hau doch ab, Zero. Ey, ich bin genau zu Zero geschwommen. Die geben gute XP. Ich bin direkt zu Zero geschwommen. Ja, da unten geschwommen, aber da war, ja, komm, da war dann wahrscheinlich wir komplett falsch. Ja. Also, ja, okay, ich bin auch da, ich kann euch auch helfen. Direkt unter mir ist. Lass auf den hinteren Moser hier. Ja, du warst so falsch, dass ich getroffen hab. Wir greifen die ja zu dritt an, ich müsste euch gehen. Wir sind Night Boosted. Hä? Welcher ist denn das? Sack, Qualle. Ich dachte nicht, dass die Moser stoppt. Der vielleicht zu Hause war, oder nicht? Wessen war denn das gerade, Level 4? Oder haben wir hier noch einen Vergessen aus den Rapids? Ich frag mich, wie so ein Vieh sterben kann. Also meins kriegt keinen Schaden. Kann man jemand die Quallen bei Moser? Wird von zwei Mosers gebissen. Ja, meiner kriegt auch kaum Schaden. Also hier ist nichts gestorben. Gar keinen Schaden, weil der Wendy, ja, während die Viecher gerade... Was ist eigentlich mit unserem Moser? Will der mit draufreißen? Der ist wird von der Qualle gestunt. Das sag ich dir. Och, nö. Wo? Ich komm direkt bei der Höhle. Ja, da muss einer dahin schwimmen jetzt. Und ich habe keine Ahnung, was verfolgt. Hat er noch Leben? Er hat ziemlich viel Leben. Hey, warum muss jemand hinschwimmen? Ja, jetzt wird dann Moser sonst stirbt. Bis 23 Uhr gehen soll oder was? Hier habe ich keinen Bock drauf. Warum denn nicht? Schreib mal. Ist viel zu lang, ey. Also der Moser kann jetzt wieder, pass auf. Hiro, du schaffst 23? Ja, klar. Nicht Hiro. Warum denn nicht? Ja, weil wir uns da drauf eingestellt hatten. Wir brauchen eher einen Plan, um die zu raiden.
Naja, die können auch heute eh nicht mehr Define Event. Wo triggern. Seid ihr? Seid ihr da oben? Also, ja, natürlich können die. Jetzt kriegen wir fest. In die scheiß Mora jetzt in den Toten. Lass uns einfach mal in die Höhle reingehen. Ja, wir haben jetzt gerade die Mora gekillt. Die fiesen Mora. Was, alle raus? Hä? Okay.